Gut, Bodybuilding. Ich bin zwar alt, aber Bodybuilding. Wasserballett, mir steht so ein Bikini einfach nicht. Aber der erste Pete, der ist am weitesten entfernt von mir. Hat Pete einen Erzfeind bei Berlin Tag und Nacht? Ja. Der Frank Winter, privat. Hast du Kinder? Ja. Also, ja. Ich hab mit, wie viele von denen du weißt? Also ich habe eine Tochter, oder? 21 mittlerweile, das ist auch erschreckend. Also nicht erschreckend, dass ich, aber es ist halt so. Es ist ja eine Lebenseinstellung und du schaffst halt. Und für der Psyche ist es wunderbar, körperlich und gesundheitlich sowieso. Das macht sehr viel und das hilft dir sehr viel im Leben, glaube ich. Wir blenden auch mal hier an dem Punkt ein paar Bilder ein von Frank. Ich habe gestern mal sein Insta-Feed durchforstet. War schon eine ganz schöne Kante. Ja. Geht schon los? Hey. Ja, ganz anderes Setting heute mal. Und zwar sind wir hier im UCI-Kino. Weil ich habe mir gesagt, wir haben einen ganz speziellen Gast, deswegen brauchen wir auch ein ganz spezielles Setting. So, kurze Einleitung zu unserem Gast. Er macht das Brusthaar wieder salonfähig. Er ist der MG-Schütze des Impro-Theaters und jede Regie bekommt seine grauen Haare. Herzlich willkommen. Warte kurz, ich sehe ihn fast. Frank Winter. Ach so, ja, ich bin da erkannt. Ich fühle mich gerade ein bisschen so wie Pflegeheim, deswegen gewöhne ich mich mal dran hier. Ich muss den Sitz hier aussitzen. Aber es ist großartig, oder? Es macht Sinn. Also jetzt weiß ich auch, warum später denn das meine Umgebung wird. So, Frank, ganz kurz, du bist ja jetzt zum ersten Mal bei uns zu Gast. Ja. In aller Kürze, stell dich mal kurz vor. In aller Kürze? Naja, ja, das soll ich kurz sagen. Also auffällige Person im Raum. Ansonsten ein Potpourri an Talenten, aber ich zeige immer nicht alle. Bin da sehr sparsam. Ja, also von Charaktereigenschaft ganz einfach. Ich bin zurückhaltend, wortkarg, Menschenfreund. Ja. Ja, sowas halt, wisst ihr? Ja, so hätte ich ihn nur beschrieben. Ja. So, Frank, ich weiß nicht, inwieweit du schon unseren Backstage-Talk gesehen hast. Soll ich jetzt lügen? Ja. Gar nicht. Wir haben so eine kleine Auswahl an kurzen Fragen und an langen Fragen. Ja. Die kurzen Fragen. Mach die bitte oder beantworte die bitte so spontan und mit den ersten Gedanken, die dir so in den Kopf kommen. Ja, alles klar? Alles klar, kann schief gehen. Alles klar. Huah, bist du bereit, Frank? Kommen die kurzen jetzt? Ja, jetzt kommen die kurzen. Jetzt bist du wie eine Kneipe. Alles klar. Aber komm. Also, du hast die Wahl zwischen Wasserballett und Bodybuilding. Ich selber jetzt oder zugucken oder mitmachen, ist die Frage. Mitmachen. Gut, Bodybuilding. Ich bin zwar alt, aber Bodybuilding. Wasserballett, mir steht so ein Bikini einfach nicht. Ja, okay. Wer ist denn dir lieber, Frank oder Pete? Frank. Ja. Pete ist schon, ich bin ja speziell, aber der zieht ja nochmal richtig den Fuß nach. Bist du Berliner? Also richtiger Berliner? Ich bin in einer anderen Hauptstadt geboren. Meine Mutter hat mich in Rom zur Welt gebracht, also sie ist Italiener. Aber ich bin grundsätzlich in meinem ersten Lebensjahr. Also wenn ihr Berliner findet, dann ist es relativ. Ich glaube, ich stehe auch irgendwo im Grundbuch oder was. Also ich glaube, man findet dich im Brockhaus. So ja, Berlin und dann direkt. Wenn man Berlin das erklärt, dann müsste ich da spätestens irgendwie auftauchen. Hm. Bist du Single? Nein. Hast du Vorbilder im Sport? Und wenn ja, welche? Also, das hört sich so, aber ist lange her. Ich war einmal gut im Federball, aber. Philipp Nikolic. Philipp Nikolic. Ja, Philipp Nikolic, natürlich. Also, gerade Federball. Ja. Weißt du? Ja, daher kennst du mich ja auch. Ja, du bist mir hinterm Schläger direkt aufgefallen. Ja. Weißt du? Obwohl der Schläger mich fast verdeckt hat. Frank, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit einem der beiden Schauspieler zu drehen. Wer ist der andere? Eddie Murphy oder Arnold Schwarzenegger? Welchen der beiden würdest du nehmen? Oh, das ist schwierig. Ich finde, du bist so eine Mischung aus beiden. Ja, ich finde es. Ja, also ich habe aus unterschiedlichen Gründen Respekt vor beiden. Ist das noch die schnelle Frage? Oder ist immer noch die schnelle Frage. Ach so, ja. Wahrscheinlich eher mit Eddie Murphy. Ja. Also ist es also schauspielerisch interessanter. Du bist quasi so in der Weise. Arnold, aber schauspielerisch. Gehst du privat ins Matrix? Nee, nicht mehr. Also. Es gab so ein bisschen Rost an der Hüfte, deswegen ist mit Tanzen so, das ist dann wieder zu auffällig sein. Außerdem will ich meinen Tanzberuf nicht verraten. Ich habe da so ein paar spezielle geheimnisvolle Tanzberufe, die muss ja nicht jeder nachmachen. Ja, nee. Es ist ja so, Let's Dance, ich muss ja ein paar Sachen zurückhalten. Ja, sag mal, Dauerwelle oder rasiert? Die Frage ist wo, wa? Dauerwelle oder rasiert? Also sieht so aus, aber es ist alles Natur bei mir. Also wenn ihr mich nackt sehen würdet, ihr würdet... Was magst du lieber haben, Frank? Was ich lieber haben würde? Ja. Weißt du, die Frage ist, die ist aber, die muss ja nochmal rein, Junge. Also, rasiert.
Ja, okay. Ich komme ja leider aus der Zeit, wo ich Dauerwelle erfunden habe. Und ich muss ja gestehen, wenn ihr Fotos von mir sehen, es gab eine Zeit, wo ich Dauerwelle hatte. Es tut mir leid. Ich kann noch mal nachträglich an alle, die mich jemals so mir begegnet sind, es tut mir leid. Ich weiß, wir waren damals. Hast du Dauerwelle gehabt? Ich bin Kind der 80er. Wir hatten, ich weiß nicht, warum. Hast du Fotos davon? Nee, ich hoffe nicht. Schade. Falls ihr da Fotos habt, ich zahle jeden Preis, dass ihr diese Fotos bis nicht veröffentlicht. Letzter Film, den du im Kino gesehen hast? Sonne, Beton. Okay. Das war interessant, allein schon, weil ich Kino betreten habe, ich war der Älteste. Das ist mir, also, das ist mir schon lange nicht passiert, aber das wird wahrscheinlich auch demnächst nicht mehr ändern. Okay, ja. Wärst du Gast bei Wer wird Millionär? Welchen deiner BTN-Kollegen würdest du als Telefonjoker hinterlegen? Wow. Vor der Kamera? Ja, klar. Sonst, ja. Boah. Kann ich mehrere nennen? Ich glaube, du. Könntest vielleicht ein paar Fragen beantworten? Lutz wahrscheinlich? Mhm. Ja, ich finde, du hast die beiden wichtigsten genannt. Ja. Beschreib mal deinen Style in einem Wort. hat mir Mutti rausgelegt. Lag über den Stuhl. Keine Ahnung. Lieblingsessen? Boah, Lieblingsessen, Digga. Warte mal. Ich bin ja Italiener. Also natürlich Pasta, ist klar. Achso, ich dachte, du sagst Döner. Nee, kann man machen, aber ist ja kein Essen. Also wir Italiener sind da, wir sind ein bisschen, da sind wir schon. Wir haben ja, bei uns ist das Essen ja, ist ja mit Seele verbunden und ist ja wie Sex im Alter. Wenn du mich auf einen ersten Date entführen würdest wollen, wohin würdest du mit mir gehen? Na, Psychiatriker. Aber nicht wegen dir, sondern wegen mir. Da muss ich ja wirklich aus Versehen, da muss ich ja Getränke erwischt haben. Also nicht wie dich. Bist ein guter Typ, siehst gut aus. Aber für so einen, sagen wir mal, alten, also es gibt ja noch Heterosexuelle wie mich. Ich weiß, es wird immer weniger draußen, aber das ist leider, da muss ich sagen, weißt du? Weißt du was? Also wird nicht falsch. Ich finde, wir haben auch schon die größte Frage beantwortet. Was? Ist Pete eine Rolle oder ist es einfach nur Frank anders benannt? Nee, ist schon, also ja, um Gottes Willen. Aber man muss zeitlich sehen, wa? Also ich finde, das ist ja mal eine interessante Frage. Ich bin ja froh, und weil die Leute nicht wissen, ich habe viel natürlich dazu beigetragen, dass wir die Rolle ein bisschen verändert haben. Also der erste Pete, klar, finde ich alle cool und lustig, und jetzt ist ja immer noch lustig, aber der erste Pete, der ist am weitesten entfernt von mir, weil, also, ich glaube, das wissen nicht viele, was ich jetzt sage, aber ich, ja, pass auf, zu dem Pete, den kommen wir gleich noch, okay. Aber jetzt kommen wir erst zu den langen Fragen, und ich habe ja eine große Fragerunde gestellt, bitte schießt mir alles entgegen, was ihr von Frank bzw. Pete wissen möchtet. Und, also es sind auch Fragen jetzt, oder? Jetzt kommen die Fragen der Fans. Ah, okay, gut. Was denkst du denn, was war so das Gros der Fragen? Ja, ich glaube, die Hauptfrage war, ist ja wirklich so. Nee, aber generell haben die Leute, die verbinden sehr viel BTN mit der Rolle Pete. Ja. Du hast eine sehr große Fanbase, kann ich sagen. Ja, die, sag das mal den Reaktionen wieder. Die dich sehr mag. Und daher habe ich auch viele coole Fragen bekommen. So, jetzt die allererste Frage, die, wo du auch schon recht hattest, die gekommen ist. Naja. Wer hat Pete erfunden? Hast du Pete erfunden? Hat man dir Pete vorgegeben? Wie viel Frank steckt in Pete oder wie viel Pete steckt in Frank? Ja. Naja, erfunden. Also man kreiert seine Rolle schon. Nee, also die Klischee-Idee eines Diskothekers kommt natürlich von der Produktion. Ne? Die hat ist sowieso eine lustige Reise. Ursprünglich war ich ja dafür da, um euch die, sag mal, die Mädels zu bringen durch meine Veranstaltungstour. Also ich habe immer die Mädels gebracht, die heute die Gogos spielen, die, sagen wir mal, jetzt, sag mal, nicht winterjährig gekleidet sind. Also wo die draußen, die würden schnell frieren, um das mal kurz zu beschreiben. Und irgendwann hat mich dann eine von den Redakteuren, damals noch, aber ich sehe jetzt den Namen nicht, sehen und sagt, Mensch, so sehen doch die Diskothek aus. Die kannte man eh schon. Dann habe ich es eh mal gemacht. Das war leider so gut, dass sie dann weitermachen wollten. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Seit wann bist du eigentlich schon bei BTN? Seit 12 Jahren. Ich glaube, seit Anfang an. Bist du seit der ersten? Nee, seit der ersten Folge nicht. 3 Monate später kam. Okay. Ja. Was hast du vor BTN gemacht? Es klingt so, wenn du eine Pause machst, denke ich, jetzt scheiße, jetzt hast du ihn. Nein, ich war nicht im Knast. Nein, ich habe Veranstaltungsagentur, habe ich ja gerade gesagt. Also ich hatte Künstler aller Art deutschlandweit, hatte einen kleinen Kaffee, aber eigentlich war ich Veranstaltungskünstler. Also ich war immer schon Bühne und Fernsehen, habe ich auch viele Sachen schon gemacht. Ja. Aber jetzt sagen wir mal kleine Sachen, ein bisschen Theater und so. Genau, so passierte das. Ist das die romantische Musik gerade? So, wir mussten jetzt ganz kurz unterbrechen, weil hier die Musik im Hintergrund kam im Kino. Die dachten wahrscheinlich schon, wir sind längst fertig. Aber sind wir natürlich nicht. Und GEMA-technisch dürfen wir Musik nicht zeigen, von daher machen wir weiter. Wir waren gerade dabei, wer hat Pete erfunden, und du hast uns das soweit schon gut erklärt. Das ist so ein kleiner... Leck mich da mal. Frank, wir setzen jetzt zum dritten Mal an, weil die Musik immer wieder angesprungen ist. Den Charakter Pete, du hast den erfunden, du füllst ihn mit Leben.
und auch mit deiner ganz eigenen Art zu sprechen. Aber das ist ja, kann man so auch hören, ja. Frank Winter, der so spricht. Du sprichst ja, wie du sprichst. Ja, die Leute sind überrascht. Ich bin keine Handpuppe. Es ist alles, es ist real. Ich spreche die Rolle selber. Vielleicht habe ich jetzt viele Enttäuschungen draußen, aber es ist keine Synchronisation. Keine Fremdsprache. Man böse Zunge unterstellt mir teilweise, dass ich nuschel. Da bin ich jetzt also auch überrascht. An der du sprichst Stelle. Einfach schnell. Genau, das ist die italienische Gene. Ich würde doch viel schneller sprechen, aber. Den versteht dich wirklich keiner mehr. Ja, das ist eine ZIP-Datei, wer das schon auskennt. Ganz kurze Frage, was ja. Die Leute immer gestellt haben: Wie geht's Ingeborg? Ingeborg geht's gut, die macht ja seit Jahren ihr Abitur nach. In Mathe ist ein bisschen schlecht so. Hat sie bei Amazon neu Fell bestellt, aber das ist immer zu groß, dann müssen wir mal abnehmen, die ist unzufrieden. Aber sonst sieht es eigentlich gut. Ab und zu habe ich ja beim Rauchen, aber ansonsten. Gar nicht da nichts Schlimmes sagen. So, wir haben ja gesagt, 12 Jahre bist du schon fast bei Berlin Tag und Nacht. Ja, nee, fast ist so. Da ist so. Nee, stimmt. Ab September sind 12 Jahre, oder? Nee, Quatsch, August sind 12 Jahre. Wie viel wären es denn noch? Boah, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Also du hast nicht vor, jetzt in den nächsten paar Wochen aufzuhören? Nee, erstmal nicht. Also die Staffel ist unterschrieben. Na, schauen wir mal. Ja. Hat Pete einen Erzfeind bei Berlin Tag und Nacht? Nee, war mal so ein paar Sachen, aber bin ich eh kein Fan von. Ich verstehe die Rolle eh so, dass man sagen wir, dass er nur so tut, dass er eigentlich ein Mensch mit großem Herzen ist und dass er nur eben so gelernt hat, sich nicht anders irgendwie. Also der hat eine Mauer vor sich und spielt diese Rolle. Also ich meine jetzt der Pete selber ist aber ein ganz herzensguter Mensch. Er will es nur nicht anders, er will es nicht so zeigen. Ja, ich muss ja auch sagen, ja, also gerade auch. Als Mike oder als Philipp, wo ich dich hier so kennengelernt habe, man muss dich dann erstmal zu nehmen wissen. Ja. Und wenn man dich dann so eine Weile kennt, merkt man eigentlich, dass der doch viel facettenreicher ist. Also sowohl der Frank wie auch der Pete, ja. Als man am Anfang vielleicht denkt. Ja. Und dann kann man, ich finde gerade in der Kombination mit dir, richtig geile Bilder drehen. Ja, ich glaube, du bist halt auch jemand. Ich glaube, wie man Pietrich versteht, also ja. Gerade Leute, die ernst zu nehmen sind, die selber was erreicht haben und gerade die findet er gut und mit denen kann er ja. Ja. Weißt du? Ja. Also er hat eher Probleme mit Leuten, die nur so tun oder die Ballon aufblasen, aber mit ganz wenig Luft. Also deswegen kann ich mir da eine Freundschaft durchaus vorstellen. Freundschaft. Auch die Kommission. Wie ist dein Verhältnis zu den Kollegen? Also jetzt privat. Ja. Oder? Super. Also aber ich glaube, das liegt auch an mir, weil ich da relativ unkompliziert bin und ich habe damit niemand ein Problem. Also das Einzige, was ich manchmal nicht mag, so, aber das gibt es eigentlich kaum oder die Leute sind schon raus. Wenn Leute so ein paar Tage dabei sind und sich relativ schnell, sagen wir mal, ausruhen oder sich einbilden, dass sie jetzt irgendwie Star sind. Ich finde, man muss was können, man muss ein Talent haben so, und glaube, das sieht man eigentlich daran, dass die Leute, die am längsten dabei sind, die haben irgendwas, die sind authentisch und dann ist es okay. Und dann ich glaube, das ist da. Bei dir auch so, wirklich ja. so ein Zeichen. Du bist halt du bist eine Marke, du hast einen genau. Hohen Wiedererkennungswert von deinem Auftreten sowie auch optisch. Ja. Und deswegen gibt es dich auch schon so lange und deswegen wird es sich ja, noch, auch so lange allen, noch geben, wie es BTN gibt. Genau, aber ich sage auch mal allen, immer die Neuen, ich sehe immer so, oder gerade wenn ihr erstmal mit mir drehen, also versucht niemand zu kopieren oder Leute fragen, was muss man Talent. Du musst, ich glaube, der Trick ist einfach, wenn du langfristig dabei sein, du musst eine Rolle sein, die Farbe, die noch nicht da ist. Weißt du, jeder so. So eine Miller ist eben eine Miller, ein Lutz ist ein Lutz. So. Und der größte Fehler ist immer, oder wenn sie mit mir drehen, manchmal sind sich unter Druck fühlen und denken, jetzt muss ich auch gegenhalten, muss auch laut sein, muss vielleicht auch einen Gag raushauen. Und bist du aber dann eigentlich nicht, dann funktioniert es nicht. Du musst ja nicht einer sein, den es schon gibt, sondern das Wichtige ist, du musst jemand sein, den noch nicht gibt. Dazu brauchst du aber auch Erfahrung, um überhaupt erstmal zu finden, wer bist du eigentlich? Was willst du überhaupt spielen? Ja, Erfahrung, du musst einfach, also deswegen mag ich so eine Rolle wie Miller. Miller kann eben nur eine Miller spielen, weil wir, also ja. Wie ich so, wir sind eben Jungs von der Straße, wenn du das Leben halt kennst. Du kannst es spielen, was, also nicht authentisch spielen, was du nicht selber kennst oder kennengelernt hast, weißt du? Ja. Und dann versuch nicht irgendwas größer zu machen oder anders zu machen, was irgendwie nicht dein Ding ist. Und dann ist es okay, weißt du so. Deswegen funktionieren diese Rollen so. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe hier ein sehr gutes Feedback von Fans bekommen. Hast du schon mal so ein komisches Erlebnis gehabt, privat mit Fans, dass die dann auf dich zugerannt sind? Wie gesagt, hast du ja einen hohen Wiedererkennungswert. Wo du mal sagst, das war halt irgendwie eine komische Situation oder... Ja, wie viele. Also ich finde halt immer schön, ich meine, diese Klassiker, so, also, was vielleicht auch nicht wissen, so, die Anfangszeit, so, wo Pete natürlich dieser knallhart, sagen wir, ein bisschen schwierig Frauenbild hatte, so, deswegen fand ich mal Scooby, wenn du 16 Mädels Fan von mir waren, das fand ich, also ist doch schön, wenn ich ja Fan war, aber fand ich eher mal befremdlich, oder diese Checker, die mit, sagen wir, die ihren Ellbogen aus den 3 BW halten und dennoch sagen, ich habe dich im Knast damals immer gesehen, ist cool, aber gut, aber das, okay, dann erwartest du so.
Aber ich freue mich dann eher mal Leute, oder beste Feedback ist halt mal schön, wenn sagen, mir ist gerade scheiße, irgendwie cool, und du hast mich ein bisschen abgelenkt und mal wieder ein bisschen Freude. Das ist für mich das größte Kompliment, was man mir machen kann, weißt du, so alt anderes Ideal. Ich bin Checker, ist cool, aber wie kriegt man Frauen? Und das ist mir, das finde ich eher ein bisschen befremdlich und traurig, deswegen damit bohrt er mich nicht auf. Also, siehst du das auch so als Hauptaufgabe oder als Zweck von so einer Serie wie Berlin Tag und Nacht, dass man einfach ablenkt? So, zum Beispiel. Ja, aber so war es ja immer, gerade Daily Soap, es ist ja so. Und das ist so, da muss man sich auch nicht clean fühlen, sonst mal sagen, wenn man jetzt kein großes. Ist Daily Soap was anderes, als wenn man einen Film dreht, wo man sich auf eine Story konzentrieren kann, wo man erstmal ein großes Budget hat. Ich finde mal, wir hatten ja auch Schwierigkeiten mit dem Image, wenn uns die Leute da runter machen. Ihr müsst mal sehen, es ist eine Fließbahn. Du musst die Storys natürlich immer wieder neu überlegen und du musst jeden Tag drehen. Und das ist natürlich, dann kannst du natürlich eine bestimmte Qualität nicht abgeben. Und trotzdem finde ich uns teilweise ja nicht schlechter wie andere Kollegen, die jetzt da wirklich ernsthaft im Metier sind, weil uns finde ich sehr authentisch. Und ich finde, der neue Weg hat es ja damals, der neue deutsche Film, Schweiger, Vogel, wie sie alle heißen, bleibt treu, hat gezeigt, dass die Leute sowas sehen wollen, weil es authentischer war. Diesen klassischen, angelernten Theaterschauspieler will ja keiner sehen, weil man das eben nicht mehr authentisch findet. Die Leute wollen sich lieber wiedersehen. Unser Trick war einfach, oder unser Geheimnis, dass Leute bei uns Rollen sehen, wo sie sich selber wiedererkennen, sagen, das ist ja so wie Icke. So ein Kretzer, so ein Punker, der jetzt noch nicht cool im Leben steht. Wie bei GZS, jeder hat dann eine Designerküche. Nee, du musst auch mal selber kämpfen und dein Leben. Weißt du, das ist das Geheimnis daran, und das ist schön. Und ich glaube, deswegen funktioniert das. Die Leute wollen dich ja sehen und sagen, ja, der ist nicht besser wie Icke, dem ist genauso beschissen. Und trotzdem auf eine unterhaltsame Weise immer zeigen, das ist halt Berlin, du kommst halt trotzdem irgendwie durchs Leben und nimm nicht alle Sachen so ernst. Und das ist natürlich, die Ablenkung braucht jeder. Dafür sind wir da. Deswegen hat es seine Funktion, deswegen finde ich ganz wichtig, was wir da machen. Findest du, dass ich die Sendung Berlin Tag und Nacht über die 12 Jahre, also ich kann es ja nur rückblickend für die letzten 3,5 Jahre sagen, verändert hat? Ja. Und ja, immer nach oben runter. Also, was viele nicht wissen, es ist manchmal auch Fluktuation. Wir haben nicht immer dieselben Producer und Redakteure. So. Also war eine Zeit, ich fand so die erste Zeit war für mich völlig nachvollziehbar, dass wir da wirklich Erfolg hatten, weil wir die ersten waren, die mal authentisch gearbeitet haben. Wir waren ja auch Daily oder Realistik, so dass die Leute auch dachten, wir sind alle echt. Das ist ja das beste Kompliment, was man haben kann. Denken sie immer noch teilweise. Denken sie immer, was auch hier ist. Ich finde, das macht ja so ein Schauspieler nur aus, wenn sie die Rolle denn glauben. Und dann hat man natürlich sehr großen Erfolg, dann hat man ein bisschen rumgebastelt so und wollte ein bisschen, also an die falschen Stellen rumbasteln, das hat uns ein bisschen in die gebrochen. Dann haben wir viel zu viele Schauspieler ausgewechselt, weil wir dachten, dann muss man die noch holen. Ich glaube, das war der größte Fehler, was ich auch denke für eine Daily Soap. Die Leute, die gucken ja nicht regelmäßig, vielleicht gibt es Leute, die mal aussteigen eine Zeit lang. Du musst halt, finde ich, ganz wichtig, dich mit Rollen identifizieren und die müssen da sein, da bleiben. Wenn man so nach einem halben Jahr mal irgendwie wieder eine Lindstraße eingeschaltet hat, dann konnte man die Sache trotzdem verstehen, weil man den auch kannte, man wusste nicht, wer das geht. Und ich fand, das war unser größter Fehler, dass man viel zu viele Leute ausgewechselt hat und dann, was ich immer gehört habe, ich weiß ja nicht mehr, was das geht. Ich kenne ihn nicht mehr so. Und das ist bei der Daily Soap immer. Manchmal steckst du halt nicht drin, dann leben ja, aber die Leute halt ein neues Leben und ja, dann verändert sich. Ja, aber das haben die ja mit Absicht immer, weil ich dachte, wir müssen noch cooler, noch besser. Und das, also, Entschuldigung, wenn ich da mal Kritik über, aber ich glaube, das hat uns ein bisschen. Ja, verändert. Und jetzt haben wir ja die Leute, deswegen sonst hätten wir ohne Grund Leute wieder zurückgeholt, die mal funktioniert haben. Ja. Weißt du so? Die Leute brauchen ihren. Jeder hat ja seinen Bezug, seinen Schaupartner da, den er cool findet. Sie haben einen guten Fußballverein, ne? Du brauchst ja den Stammspieler mit Erfahrung. Den musst du die lassen. So. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Weißt du, so. Ja. Die Figuren können sich ja verändern. Also ich glaube, gerade Pete hat eine riesengroße Veränderung. Ja. Ich mag den jetzt, wie er ist, dass er nicht immer jede Frau rumkriegt, nur weil er, wie die finanziell von der abhängig ist, mag ich viel lieber als zum Anfang, wo er irgendwie bei jeder Situation sich ein Gogo mit ins Zimmer nehmen konnte. War ich ganz ein Fan von. Also ich finde jetzt, so wie jetzt ist, er so ab und zu mal auf die Schnauze fällt, sagt. Ich persönlich muss sagen, ich drehe auch sehr gern mit Pete bzw. mit dir zusammen. Ja. Weil es immer was Spannendes ist. Du bist nie, wie gesagt, Frank ist der G-Schütze der Impro-Theater. Ja. Du weißt nicht wirklich immer, wie der nächste Satz ist und du drehst ja auch einen Clip auch zwei, dreimal und dann ist wieder, ja. Jedes Ding ist ja noch mal anders und das macht es ja auch immer schön mit dir. Aber ich muss auch mal zusagen, also die Szene, ich brauche mein Gegenüber. Also, weißt du, wenn Leute so, bist halt lustig, so, die Szene ist geil, aber guck dich lustig die Szene an, das ist dann auch wirklich mit meinem passenden Gegenüber. Damals, okay, mit Basti oder so einer Miller ist natürlich ein Traum, weil wir uns so wortlos verstehen. Und so sind Traumsachen. Also, ich finde immer schade, wenn Leute, also manchmal Komparsen, ich mag sie alle, wenn man mich privat kennt, wenn die viel zu viel Respekt vor ihnen haben, das ist immer schade und trauen sich dann nicht, weißt du, und sind dann irgendwie zu sehr von dir beeindruckt, was eigentlich falsch ist. Also, ich bin ja wirklich völlig unkompliziert und ich mag jeden und will auch jeden darin bringen. Deswegen ist wichtig, dass man immer den Spielpartner mit drin nimmt. Ich glaube, das macht dann auch eine Schauspielerfahrung aus, dass du so gut gegenüber. Deswegen halte ich mich für verbessert und spiele irgendjemand an der Wand, weil der wird ja ein Ziel scheiße. Ja. Das ist mal so mein Prism. Deswegen immer, weißt du, dann wird zusammen so ist cool. Man stark. Ja, zusammen, oder auch nicht. Zusammen kannst du was Tolles kreieren. Eben. Und das Ziel ist ja von Dialog, die Bälle zu spielen und auffangen. Aber so ist es ja überall im Privatleben jetzt ein bisschen. Ja, aber da, weißt du, das verkennt die Leute, weil du bist geil. Aber du brauchst ja den richtigen gegenüber Spielpartner. Weißt du, jetzt mal abgesehen von der Rolle.
der Frank Winter privat. Hast du Kinder? Ja. Wie viele? Ich habe eine Tochter, ne? 21 mittlerweile, ist auch erschreckend. Also nicht erschreckend, aber es ist halt so. Es werdet ihr vielleicht alle, die Kinder haben, auch man guckt mal so 2-3 Jahre nicht ins Kinderzimmer und denkt, was ist denn jetzt passiert? Wieso hat die jetzt plötzlich, warum ist die jetzt plötzlich 71? Warum räumt die Kinder mehr auf? Oder warum hat die keine Hausaufgaben mehr auf? Oder so. Es ist plötzlich so. Ja, naja, und der Rest, wenn man mal, unterwegs war. Ja. Das kann ja sein. Du bist zur Hälfte oder du bist ganz Italiener? Zur Hälfte. Also das erklärt vielleicht alles. Meine zurückhaltende, sagen wir mal, ruhe Art erklärt sich, dass ich italienische Gene habe. Und unter anderem mein interessantes, also wenn ich nackt bin, sieht man auch, dass ich Italiener bin. Das ist jetzt schwierig. Da muss man drüber nachdenken, weil ich damit meine. Aber ich habe mal 5 Jahre bei Sesamstraße als Samsung gearbeitet, da haben die gemerkt, ich bin nackt und haben sich rausgeschmissen. Oder bei Steifer als Teddy gearbeitet, da kam die Holzwolle raus, haben die sich auch rausgeschmissen. Es ist interessant. Jedenfalls sind italienische Gene. Und der Humor ist von meinem Vater, der ist Mecklenburger, und die haben ja eh so einen englischen trockenen Humor. Ja, das ist die Kombination. Hast du einen englisch trockenen Humor? Mir wäre viel eingefallen, aber nicht englisch trockener Humor. Doch, ich finde es schon, das, was da BTN so läuft, das ist ein bisschen Straßenhumor, aber das ist schon sehr trocken. Also, ja. Bist du sportlich noch aktiv? Weil ich habe ja gesehen, es gibt wunderschöne Bodybuilding-Aufnahmen von dir, so ja, vor ja, ja, zwei, ja. drei Jahren, sagen wir es mal. Inwieweit ist Frank Winter noch im Game, was den Sport angeht? Ja, muss ich ehrlich antworten jetzt. Ja. Also ich bin nicht stolz drauf, aber so richtig aktiv bin ich nicht mehr. Aber wenn man, ich war ja auch wirklich mal aktiv, habe ein paar Sachen gerissen und so. Also nicht nur Tischtennis, auch andere Sachen. Mhm. Jetzt nicht mehr so. Aber macht es. Wenn ihr, wie gesagt, Sport hat mir glaube ich auch viel geholfen, nimmt dir viel Selbstbewusstsein und du hast ein paar Erfolgserlebnisse. Ich glaube, viele Leute, die sich da nicht mit auskennen, Bodybuild immer so ein schlechtes Image hat, so. Aber ich sehe das eher als ich glaube, da bist du ein schöner Gesprächspartner, was wir sehen, das ist ja nicht. Ich glaube, die schlechten Bodybuilder sind die, die so einen Sport machen wegen der Optik. Das ist schon mal völlig andere Menschen. Ja. Du bist ein guter Bodybuilder, wenn du das liebst, weißt du, wenn du einfach das aus anderen Gründen machst, weißt du. Ja. Ich war eher so einer, wo ich noch sehr aktiv war oder sehr brutal aussah, da habe ich mich geschämt, T-Shirts rumzulaufen, weil ich immer so ein Klischee, das wollte ich gar nicht. Es ist ja eine Lebenseinstellung und du schaffst halt und für den Psyche ist es wunderbar körperlich und gesundheitlich sowieso. Das macht sehr viel und das hilft dir sehr viel im Leben, glaube ich. Ja. Wir blenden auch mal hier an dem Punkt ein paar Bilder ein von Frank. Ich habe gestern mal dein Insta-Feed durchforstet. War schon eine ganz schöne Kante. Ja. Da wir leicht unter Zeitdruck sind. Ja. Also können wir jetzt die ganzen Tanzsachen raus. Ich habe eine Akrobatik vorbereitet, aber das schaffen wir ja zeitlich leider nicht. Das können wir irgendwie als B-Roll vielleicht noch einbringen. Du bist ein Event, aber ja, das geht ja nicht, seht ja selber. Aber Frank, es war ein sehr schönes, charmantes Gespräch. Ja, ich bin hier trocken mittlerweile. Ich muss kurz sagen, für alle in Berlin mit Auto, ich bin ein Stückchen mit der BVG gefahren, weil man das zeitlich viel besser schafft. Aber BVG ist immer interessant, weil BVG klimaneutral oder Klimaproblem haben die nicht. Die heizen ihre Bahn immer so 40 Grad hoch. Und wenn draußen kalt ist, drinnen warm, also dann hast du so einen Tempo, Körperzustand, das ist ungefähr dasselbe, wenn eine Stripperin 8 Stunden Arbeit war und die dann ihre Lackhose aussieht. Ja. Das ist ungefähr dasselbe. Ja, deswegen freue mich gerade, dass ich gerade getrocknet bin. So. Aber trotzdem, BVG fing auch. Auch wenn ich jetzt vielleicht den nächsten Satz bereue, unsere Gäste haben immer das letzte Wort auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Von daher versuch dich mal in deiner Art und Weise in kurzen, prägnanten Sätzen zu verabschieden. Und sagt, dass sie uns abonnieren sollen. Digga, ich muss los, aber abonnieren den Kanal. Abonnieren, liken. Ja. Du machst es schon. Also ich wurde gerade, sagen wir mal, beeinflusst. Und ich tue natürlich, aber liken und was war? Abonnieren. Okay. Pass auf, Leute, ich sag mal, pass auf, unter uns. Ich kenne einen in Berlin. Und nicht schon in Berlin, Deutschland, weil da ich meine Kontakte. Ich will jetzt nicht die Drohnen oder so, ich will jetzt nicht irgendwann mal bedrohlich wirken oder so. Aber es wäre echt besser für euch, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Außerdem, wir haben ja so einen Spezialisten, IT-Spezialisten. Jeder, der diesen Kanal jetzt anguckt und nicht liked und nicht abonniert, wir kriegen ihn raus, Digga. Ich will jetzt nicht irgendwie, dass es bedrohlich wirkt, aber es ist so. Wir kriegen ihn raus und es kann sein, dass ihr, sagen wir mal, eine Zeit lang unter Sodbrennen leidet. Ich will euch jetzt nicht irgendwie Angst machen, so, aber es wäre besser, wenn ihr einfach mal, es ist ein kleines Ding, kleiner Vorgang, ihr drückt darauf, abonniert das Ding und dann ist gut, wisst ihr? Vielleicht klingelt ihr beim Nachbarn und sagt, Digga, hast du den Kanal schon abonniert? Und wenn ihr sagt, nee, ruf mich an, es ist Grunde, der macht das, vertrau mir. Ich will hier nicht irgendwie so jetzt gehen, dass das falsch verstanden wird, aber es ist besser. Abonniert das Ding hier, ansonsten. In diesem Sinne. Weißt du? Ja. Alles klar, und zieht euch mal anständig an, ja, die Leute reden schon. Ja. So, ist ja wahr. Gut. Besser ist das.